Hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Foss. Ich bin euer Neonatore und wir legen mal richtig los. Und ja, mir ist hier eine kleine Panne passiert. Panos, hilf mir! Ich bin unterwegs. I'm on the road, my friend. Alter, wir hassen das Ding. Fahr nicht weiter rauf, ja. Nein, ich muss jetzt rüber schon. Oh ja, das muss ich ja nur zurückschieben. Ja, wir haben heute was Spezielles vor. Wir haben heute den ganzen langen Tag nach einem Anhänger gesucht. Unser Auto ist mit einem Anhänger dran. Genau, leider ohne Erfolg. Story-Modus überall fahren, aber online. Keine Chance. Ja, wie dem auch sei, wir versuchen es jetzt einfach trotzdem. Alter, du bist hier über ein Auto drüber gefahren. Ich wirklich? Ja, du wirklich. Ich hab nichts davon gesehen. Da stand gerade ein total geschrotteter Wagen hier. Weißt du was? Fahr ein bisschen langsamer. Das ist schön. Oh nein, ich bin tot. Nein! Ja! Nein, nicht der ganze Weg wieder so diese 2 Kilometer mit 2 km/h. Oh mein Gott, scheiße! Nein, das war so eine scheiß Idee. Ist der Reifen noch dran? Hä? Reifen? Ja, der Reifen. Ich bin gerade von der Rettung niedergefahren, ja. Die Feuerwehr auch gleich, oder wie? Ja, die sind alle unterwegs. Hier vielleicht. Retten die doch mein Fahrzeug. Ach was. Hat immer Feuer gefangen. Ist einfach explodiert. War wirklich? Ja. Hier schaut aber eh noch gut aus. Zuerst ein Stern. Nicht mich. Nee, der Reifen ist einfach kaputt. Okay, alles ist kaputt. Scheiße. Ich fahr schon mal dahin, ne? Kann schon schön. Alter, kommt 2 Sterne, weil das hier nur in das Fahrzeug unbedingt haben will. Mal gucken, wie leicht ich dahin brauch. Angekommen bin. 1,4 Kilometer im Schneckentempo. Super, wenn man denkt, wie lange ich jetzt hier gebraucht habe, darüber zu kommen und so, ne? Und dass ich mich hier gleich mal festfahre, ist richtig scheiße. Also heute wird ein sehr einfältiges Let's Play, würde ich sagen. Das, was wir vorhaben. Ja, wir haben übrigens so vor, dass wir mit diesen Teilen hier ein Rennen fahren. Nur so zur Info. Vor mir und hinter mir sind 2 Polizisten. Einer hängt unter mir, halb. War gerade über den ersten drüber. Hab ich festgefahren. Nee, komm, lock nicht die Polizei auf dich. Also um mich rum sind 5 Polizeiautos, ne? Und die jagen dich. Ja. Ja, kannst du vergessen. Ja. Steig aus, weil die zerschießen dir die Reifen, ja? Okay. Steig aus und lauf ganz weit weg und lass dich erschießen. Aber ich kann hier meinen Schießen lassen. Dann gar nichts. Da sind keine 20 Polizisten auf mich schießen. Super. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt am Weg, ja. Lebt dein Fahrzeug noch? Guck, wo ist es? Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Links. So, ich muss jetzt wieder markieren. Soweit ist die Rennstrecke ja zum Glück nicht weg. Also, so weit bist du schon? Ja, mein Motor ist ein bisschen angegurkelt. Das heißt, ich werde das Rennen gewinnen. Okay, das ist jetzt sowas. Nur weil er ein Rauch. Ne? Meinst du, dass du dann mehr Power hast, oder wie? Nein, dass wir noch gleich Power haben. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mehr Power haben. Mit High Speed. Also mit Vollspeed werde ich hier dann durchrasen wie der ärgste Speed-Chunky hier, ja? Alter, man braucht wirklich die komplette Straße. Nee, so langsam ist die Karre auch wieder nicht, ne?
keine Ahnung. Für keine Ahnung, 10 Tonnen. Jetzt der 10 Tonnen. Ich habe immer Angst, dass ich ein Fahrzeug übersehe. Es ist relativ egal. Schieb's vor mir rum. Auf den Berg hoch. Komm, bitte. Der fährt schon wieder auf Road, oder wie? Ja, von dem Berg hoch, also durch die Straße hier fahren wird's. Man haltet dann und dann geht man aber an Turbo und dann ist er über den Berg. Alter, ein bisschen schneller könnte das Teil schon sein, finde ich. Oder größere Reifen haben, ne? Nur die sind in Ordnung. Findest du nicht? Ja, es geht, also ein Reifen doppelt so hoch wie ein Auto ist schon geil. Der Pickup ist genau gleich hoch wie das, wie der Reifen. Also, ich bin und der Traktor ist auch noch gleich hoch, ne? Ein bisschen höher sogar schon. Ich bin angekommen, wie gesagt. Warte auf dich. Jo. Du bist hier dann nach dem Gefängnis, ja? Ja. Also bist du dann links den Feldweg hoch, oder? Hey, ja, das ist ein Berg da. Ab und zu mal hattest du Angst. Aber du kommst noch weiter. Okay. Werde ich alles geben. Dann. So. Meine Reifen sind in der Leitung, gell? Nein, oder? Ja, ich komm trotzdem rein und raus. Also mit den Reifen. Also ich stell mich so, dass du einen guten Bogen fahren kannst, damit ich dich nicht behindere. Oh, ein Kavalier auch noch, oder wie? Alter, da plagt sich ja wirklich hier den Berg hoch. Aber warum fährst du auf der Straße? Ja, warum nicht? Geht, glaube ich, schneller. Kürzen wir halt ab. Wie die ärgsten Assis hier. Alter, stell dir vor, du hättest hier ein Matchbox-Auto liegen. Das wäre platt, ne? So. Und da kommt er. Gesprungen. Putzig. Ich schieb hier jetzt zurück. Also, genau da. Da bin ich gestanden, aber mach ein bisschen Platz. Das ist noch. Na, ich dachte, wir starten ab hier, ne? Warte, so an der Laterne hier. Alter, da hast du ja am Anfang den Vorsprung hier. Dann lass mich so weit vor, okay? Hä, wegen warum? Der ersten Kurve. Ja, wegen der ersten Kurve. Achso, ja, okay. Warte mal, ich muss mal kurz meine Markierung hier weggeben, ja. So. Okay, auf 3. Okay. 1, 2, 3, los! Willst du mich rammen? Nein. Richtig schon. Dum, 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 dum. Ich hab nur das fest war. Alter, ich bin fast so hoch. Ach du Scheiße, ich komm da nie im Leben durch. Ich komm da nie durch. Oh mein Gott, so knapp. Okay, das müssen wir öfters machen. Alter, jo, komm. Zeitstrafe, jetzt musst du 10 Sekunden machen. Nee. Doch. Scheißegal, wie man fährt. Nein. Alter, ich komm hier nie durch. Oh. Mann, das wäre ein Problem. So, ich muss hier ausweichen irgendwie, oder wie? King of the Road. So, ich lebe noch. Na, hast du ein Problem? Ja, leider. Komm, weißt du, wir machen das so wie bei der Rallye Dakar, wir helfen untereinander. Wie auf Rallye Dakar. Huh?
Kennst du Rallye Dakar? Nein. Das gefährlichste Rennen der Welt. Ich warte hier auf dich, bis du hinten an mir anstößt, ja? Damit es da auch mitten durch die Wüste. So. Perfekte Linie fahren, ne? So, jetzt muss ich mich entscheiden, wo ich fahre. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, heute. Ja, das. Oh, wer ist denn da? Mitten im Let's Play. Hallihallo. Ich hab gerade wen umgebracht. Ja, hab's gerade gesehen. Der Delta ist da. Sehr schön. Uah! Warum bist du schneller wie ich? Warum hast du auf vorne so einen großen Vorsprung? Ich bin gerade über ein Radfahrer drüber gefahren. Ja, weil ich einfach mehr Skill habe hier als du. Ja, ja. Ja, komm, so schnell wie ich mich hier vorbei schlingel hier. Also wenn hier so zwei große Lastwagen rennen fahren. Braucht kein Radfahrer auf dem Weg sein, ne? Alter, ich dachte, du fährst jetzt da durch, ne? Ich jetzt eiskalt. Au! Ja! Durchgekommen! Nein. Ja! Oh mein Gott! Ich glaube, das gewinne ich. Alter, das. Nee. Ist das derb? Komm, und du springst jetzt, oder wie? Nee, okay. Ich hätte es aber gern gesehen, hätte ich. Fail. Was für ein Fail, Leute. Was für ein Fail. Warum? Ich rede gerade die ganze Zeit mit euch und keiner antwortet. Mein Mikro war schon wieder aus. Tja, da bin ich mal nicht schuld dran, lieber Delta. Nope. Und jetzt die Frage, soll ich lieber rausgehen? Weil ich bin was ganz anderes am Zocken. Und wir hatten ja auch gesagt, man benutzt Let's Play 1, wenn man Let's Playt, ja? Oh, also ist das sorry. Nicht meine Schuld. Nein, der Panos kann jetzt gewinnen. Und jetzt will ich einfach nur eine Frage beantwortet. Habt ihr es gefunden, die LKWs? Mit Anhänger? Nein, wir haben was anderes gefunden, mit den fahren wir gerade. Du kennst ja diese... Mann, Alter. Du kennst ja diese riesen LKWs, oder? Hipplaster. Ja. Die haben wir jetzt. Und? Achso, mit denen seid ihr jetzt am Rennen? Ja. Alter. Der Panos gewinnt gerade, weil ich einen Fahrfehler hab. Ey, ist das mies. Auf den letzten Meter. Ja. Übrigens, Leute, ja, der Delta ist gerade hier reingejoint und ja. Er wird jetzt auch wieder rausgehen. Okay, mein Freund. Ja, meine Verbindung ist heute anscheinend nicht so doll. Nicht. Ich glaube, ich muss meinen Internetanbieter doch mal verprügeln, damit er es besser versteht. Yeah. Oh mein Gott. Aha. Und der Panos findet das so lustig, dass er bestiegen wird. Nee, der haut mich gleich um hier. So sieht's aus. Okay, was machen wir jetzt, Panos? Hör auf zu zurückschieben hier. Bleib einfach. Die finden es anscheinend beide geil, die sich besteigen hier. So sieht's aber aus. Alter, ich geh lieber hier raus, wenn ihr hier solche pornografischen Homo-Sachen macht. Ja, Alter, das musst du gesehen haben hier. Ja, ich guck mir unsere Let's Plays immer an. Ich bin unser bester Fan. Ja. Oh ja, jetzt. Was? Doppa! Ey, du darfst dich so lang zurückschieben hier. Klappt das nicht? Okay, jetzt ich streite mich schon, wer zuerst ran darf. Na klar, ey. So, jetzt mal von hinten, warte. Okay, das ist lahm. Panos, ich spüre nichts, tut mir leid. Ich verlasse die Lobby. Okay. Also Panos, ich sag dir jetzt was. Aha.
egal, ich spiele ja sowieso was an. Oh ja, das ist ein schieß mal. Ja. Okay, tschüss Delta. Nee, fahr weiter! Wow! Okay, Leute, hier in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Yeah. Würde ich mal sagen, wir sehen uns. Yeah. Alter, das war jetzt richtig, richtig mies von dir, ey. Michael, die... Alter, ist das mies. Ist das mies. Kriegst jetzt ein ganzes Magazin hier. Komm so voll hinten. So. Ins Gesicht und dann mein Kolbschläger noch. Du hast jetzt ein Magazin und einen Schuss gekriegt, ja? Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. Tschüss.